Hallo und herzlich willkommen bei Hinter Gitter Polonaise im Frauenknast. Ne, das war eine andere Folge. Herzlich willkommen bei Prison Architect. Wir sind mit dem Tutorial fertig und bauen jetzt hier unser erstes eigenes Gefängnis. Im Vergleich zum Livestream mache ich es hier so, dass ich das Ganze eher im einfachen Modus spielen werde, einfach um euch so ein bisschen so das Spiel zu erklären. Wenn ihr jetzt das auch kaufen wollt auf Steam, ist es recht günstig. Wir sind in der Erstellung vom Spiel und haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. In der Alpha 25 ist jetzt hier auch der Architektenmodus so ein bisschen oder Sandbox-Modus mit reingekommen, dass man auch unbegrenztes Kapital, aber das wäre dann glaube ich zu einfach. Das hier ist die einzigste Möglichkeit, wie wir überhaupt sterben können. Lassen wir mal draußen Ruinen und Seen. Seen sind sehr, sehr blöd, weil die kann man nicht einfach wegmachen. Deswegen würde ich gerade empfehlen, diese Option auf jeden Fall wegzulassen. Wälder nehmen wir rein. Hat den Vorteil, wir haben am Anfang gleich eine sehr, sehr gute Geldeinnahmequelle und können dadurch das Ganze halt eben, also indem wir die Bäume einfach gleich am Anfang abbauen, haben wir die Möglichkeit, dadurch gleich ein bisschen Kohle zu machen. Anhaltende Lieferung bedeutet, wir bekommen jeden Tag einfach Leute rein. Ansonsten könnten wir einstellen und sagen, hey, also ich habe keine neuen Zellen mehr, bitte bring mir jetzt keine mehr. Und der Nebel bedeutet halt eben, dass wir so ein Fog of War drin haben. Überall, wo keine Wächter sind oder wo keine Kameras sind, sehen wir nicht, was losgeht. Ist jetzt am Anfang zum Erklären vielleicht auch ein bisschen blöd. Aber ich denke, mit diesen Einstellungen sollen wir die Niederlage vielleicht auch mit reinnehmen. Ich glaube, ich nehme Niederlage auch mit rein. Komm, dass wir wenigstens ein bisschen Herausforderung haben. Und beginnen mit dem Spiel. So, ich stelle gleich mal auf Pause. Und wir sehen hier unsere große Karte, die wir bekommen haben. Wir haben hier ein schönes Waldgebiet mitten im Eingang. Und das Wichtigste, das wir hier am Anfang neben der Straße haben, hier kommen unsere ersten Gefangenen. Wir haben natürlich noch gar nichts und haben hier zwei Plätze. Das heißt, wir haben erstmal hier die Anlieferungen und haben hier bei der unteren den Abfall. Das erste, was wir jetzt gleich brauchen werden, ja, ich melde mich ja gleich, hier ist schon wieder WhatsApp, ist unser Exportzentrum. Jetzt schauen wir mal, wie groß sind die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann machen wir hier unten direkt drunter auch unser Exportzentrum gleich drunter. Dort werden zum einen jetzt die Bäume, die wir fällen, zum anderen aber auch die Autoschilder und so weiter aufgebaut, die oder abtransportiert, und dadurch können wir halt eben ein bisschen Kohle machen. Die meisten machen den Eingang hier direkt zwischen Lieferung und Abfall, ist natürlich sehr praktisch, wenn man das hier reinbaut. Hier haben wir einen Dreier. Und dann brauchen wir hier so ein kleines Eingangsgebäude, mit dem wir das Ganze hier ein bisschen uns absichern können, damit uns die Gefangenen nicht abhauen. Was recht beliebt sind gerade diese Sternkonstruktionen ein bisschen, wo wir sagen, okay, wir haben hier zum einen der Weg hoch. Die Frage ist jetzt, wie baue ich es am blödesten auf? Baue ich den Weg nach oben oder nach unten? Dass ich sage, okay, oben mache ich unseren Bürokomplex und unten mache ich das Besucherzentrum. Ich glaube, ich werde es so rum machen. Dann kann ich hier unten komplett die Zellenblöcke auch so weit hinbauen. Ja, ich glaube, das ist am besten. Das gefällt mir am ehesten. So, hier haben wir jetzt hier noch ein bisschen nach unten. Und natürlich mal wieder schön verbaut. Macht ja nichts, wir können es ja gleich hier wieder abreißen. Mit der rechten Taste, hier auch rechte Taste. So, der Teil ist soweit gebaut. Personal brauchen wir noch nicht. Jetzt brauchen wir hier so ein bisschen. Habe ich jetzt alles abgerissen? Nein. Wir brauchen zu unserer Einrichtung natürlich jetzt auch noch hier die Möglichkeit, wie wir uns das Ganze absichern. Wir bauen hier die große Gefängnistür hin. Die kann nur von einem Wärter aufgeschlossen werden, nicht vom Personal. Das Personal wird nachher nach oben gehen. Das heißt, hier brauchen wir, baue ich mir eine Personaltür hin. Und der Bereich dahinter ist auch nur für das Personal gedacht. Und hier nach unten
gehen unsere Gefangenen quasi dann, wenn. Machen wir hier auch am Anfang. Ich baue es mal nicht ganz so sicher am Anfang jetzt hier. Und sag, okay, hier kommt's Personal durch. Hier darf aus Personal aufschließen und hier unten kommt dann unser Besuchszentrum. Hat den Vorteil, wir können hier von der einen Seite dann auch einen Eingang machen, über den zur Not die Besucher dann halt eben kommen können. So, da haben wir auch eine Tür hingebaut. Bauen wir hier auch noch eine Betonmauer. Und damit haben wir unseren Einlass. Das Billigste, womit wir unsere Begrenzung machen können, ist Stacheldraht. Oder hier der, wie heißt er hier, in den Materialien einfach nur Zaun. Der sollte uns jetzt am Anfang eigentlich auch reichen. Also im Prinzip, die Gefangenen kommen jetzt hier von der rechten Seite rein, werden dann hier durchgeschleust durch den nächsten Teil. Und wir brauchen jetzt hier so einen kleinen Aufnahmebereich, wo wir sie so ein bisschen, ja, wo sie verhätschelt werden. Dann gehen wir auf Fundamente, bauen hier unseren ein Betongebäude und zum Bauen ziehen wir einfach das Gebäude in eine gewisse Größe, wie groß wir haben möchten. Und ich würde sagen, mal so 12 mal 12 wird das Ganze aufgebaut. Dann brauchen wir hier natürlich noch eine entsprechende Zellentür für den Eingang. Finden wir hier. Die bauen wir auf diese Seite. Und jetzt starten wir mal mit einem langsamen Beginn. So, da oben kommen unsere, nicht die Gefangenen, das sind unsere Bauarbeiter. Die sollen sich jetzt um das Ganze hier ein bisschen kümmern. Und wir fangen schon mal an, unser Gebäude hier ein bisschen abzusichern, indem wir jetzt hier ein bisschen Stacheldraht, Materialien, Zaun und bauen hier drumherum den extrem billigen Zaun. Ich baue das Gebäude nicht komplett bis an den Rand hin, also bis an die Zaungrenze hin. Einfach aus dem Grund, falls sie nachher Tunnel bauen, dann wollen wir es ihnen ja natürlich nicht zu einfach machen. So, hier ist unser Zaun. Geht bis zur Grenze hin. Nachher werden wir das Ganze auch noch mal dann ein bisschen weiter verbessern und durch einen besseren Zaun. Ihr dürft übrigens gerne in den Kommentaren auch sagen, hey, bau doch das so, bau doch das so. Das ist vielleicht ein guter Tipp. Ich bin für jede Hilfe sehr, sehr dankbar. Und ja, freue mich, wenn ihr mir da ein bisschen auch Tipps geben könnt. Hey, das könnte man vielleicht so bauen. So, dieses Gebäude wird dann unser Raum. Wir können ihn noch nicht unsere unsere Übergangszelle können wir noch nicht bauen, erst wenn halt eben hier das Gebäude ein bisschen gebaut ist. Aber unsere Arbeiter arbeiten hier eigentlich schon recht gut. Na komm, sei lieb. Also ich finde ja die Grafik, obwohl sie wirklich so einfach gehalten ist, gerade die Art, wie sie laufen, finde ich total nett und ich habe für das Spiel eine absolute Kaufempfehlung. So, wir machen das Ganze noch ein bisschen schneller. Und wir sollen natürlich auch noch den Brief unseres Chefs hier lesen. Das können wir nebenher machen. Sehr geehrte Damen, sehr geehrter Herr. Glückwünsche zu Ihrem erfolgreich beendeten Studium zum Architekten. Wie bereits vereinbart, sind Sie jetzt unser neuer Architekt für Haftanstalten. Bald können Sie auf eigene Faust planen, bauen und organisieren. Dafür bekommen Sie von mir ein Startbudget und ein leeres Stück Land. Bevor Sie allerdings loslegen, hier ein paar grundlegende Gedanken meinerseits. Jedes Gefängnis braucht einen Gefängnisdirektor. Er sollte der Erste sein, den Sie einstellen. Errichte ihm ein Büro, immer sie und dann du. Errichte ihm ein Büro und sie bekommen die Möglichkeit, eine große Breite an wichtigen Sachen freizuschalten. Einzelzellen sind teuer und schlagen vor allem am Anfang zu Buche, wenn das Budget begrenzt ist. Mit Übergangszellen können sie am Anfang mehr Gefangene auf kleinem Raum unterbringen, bis ihre finanzielle Lage besser wird. Denken Sie bloß daran,
sowohl Küche als auch Kantine vor dem Eintreffen der ersten Sträflinge zum Laufen zu bekommen. Nichts ist gefährlicher als ein Pulk von Gefangenen mit leeren Mägen. Etliche Einrichtungsgegenstände brauchen eine Wasserversorgung. Wenn Sie diese installieren, denken Sie daran, dass schmale kleine Rohre den Druck auf lange Strecke verlieren. Ganz im Gegenteil zu den großen Hauptleitungen. Ich denke, das reicht erst einmal für den Anfang. Von daher viel Erfolg. So, danke schön mal für diese großen Tipps hier. Klar, neben unserer Eingangszelle hier oder unserer ersten Zelle hier brauchen wir jetzt hier daneben dann auch die Möglichkeit, hier eine Küche entsprechend zu bauen. Werden wir auch machen, keine Angst. Mach ich hin. Ich überlege jetzt gerade hier, wie baue ich den Bau für den Direktor hin. Das heißt, ich überlege, ob ich einen Seiteneingang für unsere Lieferung baue, die halt eben über den Personalraum gehen dann. Also hier nach oben, dass ich hier sag 3 und nur wenn man hier durchgeht, landet man im Prinzip dann beim also Nebeneingang. Ich glaube, das wäre nachher eine recht schöne Möglichkeit. Unsere Bauarbeiter sind immer noch am Bauen und unser erstes Gebäude ist hier fertiggestellt. Hat noch keine Stromversorgung, hat noch keine Wasserversorgung. Die werde ich jetzt am Anfang, das finden wir hier über Versorgung, bauen wir unseren Generator. Der braucht von außen her, braucht er ein bisschen Platz, weil wir müssen weitere Kondensatoren drumherum bauen. Lass mich aber nochmal schauen. Wir haben hier den Eingang. Unsere Lieferungen gehen bis hier, werden aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen hochgehen. Deswegen baue ich den Generator außerhalb. Da müssen ja keine Gefangenen hin. Baue ich den bis hier. Einmal. Und dann noch unser Pumpwerk in unmittelbarer Nähe, damit wir auch hier genügend Wasser bekommen. So, der braucht eine Verbindung und das bauen wir hier entsprechend dazwischen auf. Gleichzeitig können wir auch schon mal unser erstes Gebäude hier auch mit ein bisschen Licht versorgen, indem wir hier einmal direkt reingehen. So, dann können die ganze das bauen. Wir haben unsere Übergangszelle. Einmal. Und brauchen hier jetzt natürlich noch verschiedene Sachen, die wir hier angezeigt bekommen, wenn wir das ganze Part drüber fahren. Wir brauchen eine Toilette und eine Bank. Okay, da die natürlich länger hier drin sein werden, brauchen wir nicht nur das. Wir sehen hier auch immer schön, da wo wir gerade drüber fahren, das wird ein bisschen schön angezeigt. Ich möchte, dass die nicht ganz so unglücklich werden. Deswegen werde ich hier noch eine Toilette einbauen. Dann natürlich unsere Bank, die gefordert ist. Die bauen wir in der Nähe des Eingangs, damit die sich schön hinsetzen können. So, hier. Dann brauchen wir noch mehr. Wir brauchen ein paar Betten, damit unsere Gefangenen auch ein bisschen schlafen können. So, einmal. Und zur Unterhaltung und Belustigung bauen wir vielleicht auch noch einen Fernseher rein. So, das müsste nach oben sein. Einmal Fernseher nach oben. Und unsere Bauarbeiter sind weiter hier kräftig am Arbeiten. Wir haben 12 Uhr Nachmittag. In 19 Stunden kommen unsere ersten Gefangenen. Den Brief können wir eigentlich löschen. Da kommen auch schon die Betten. Und was wir dann als nächstes brauchen, wären dann ja der Duschbereich und die Küche. Den bauen wir auch noch, komm. Beim Bauen von Gebäuden kann man am Anfang ein bisschen was blöd machen. Und zwar, wenn wir jetzt hier unser Gebäude direkt hier drüber erweitern,
dann würde diese Mauer hier abgerissen werden und unser Gebäude direkt erweitert werden. Deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen. So, gehen wir einmal raus. Escape. Und bauen das Fundament. Na, habe ich jetzt das Ganze hier zum Absturz gebracht? Entschuldigung, mein Fehler. Rechte Taste war es, nicht Escape. Werde ich hier direkt ansetzen, damit einfach das Dach weiter fortgeführt wird. Und überlege mir jetzt gerade, wie groß machen wir die Dusche. Ich denke, ich werde sie 3-4 machen. So, unsere Gefangenen. Oder noch ein bisschen größer. Komm, so groß. Jetzt wird das Gebäude hier direkt an die Dusche angegrenzt. Allerdings die Mauer wird weiter beibehalten. So, unsere Bauarbeiten dürfen so lange weiterarbeiten. Und ich Trottel stelle natürlich sofort fest, dass der Bereich hier mir absolut nicht reicht. Dann bauen wir das Ganze wieder ab. Einmal. Weil wir brauchen hier natürlich auch noch unsere Küche und unsere Kantine, wo wir unsere Gefangenen dann mit Futter und so weiter versorgen. So, der Baum hier wird noch abgebaut. Wir benötigen hier auch noch einen Eingang, den können wir reinmachen. Ich brauche eine Einrichtung, eine Gefängnistür, aber eine große. Und werde die hier recht in der Nähe von der anderen einbauen. So. Hier haben wir, lasse ich einen kleinen Durchgang, damit sie auch nach oben kommen. Und das nächste Fundament, das wir jetzt hier dann brauchen, ist das von unserer Kantine. Die werde ich extra ein bisschen noch größer machen. 1, 2. Einfach, weil nachher alle Gefangenen werden hier drin sein und hier landen. Und wir brauchen noch einen abgetrennten Bereich für die Küche. Küche ist auch noch mal wichtig. Dann mache ich das Ganze 33 mal 20. So. Und muss hier noch diesen Zaun noch ein bisschen abreißen. Tack. Na? Und wieder werden die Bäume abgerissen und landen hier unten dann beim Export. Ihr seht, hier liegt schon Holz. Damit können wir das Ganze hier schön abbauen. So, alles wird schön angeliefert. So, bin begeistert. Und ich würde sagen, nachher den Sportplatz machen wir hier drüber, aber dann muss ich natürlich den Zaun jetzt dann noch weiter hochsetzen. So, darf ich diesen Zaun jetzt hier mal auch irgendwo... Ah, falsches Menü genommen. Den bauen wir hier direkt ab. Unsere Arbeiter arbeiten. Sehr schön. Also im Moment gerade aus der Gefangenenzelle. Ah, wir können unsere Dusche gleich bauen. Räume. Ich brauche die Dusche. Dusche, 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 Dusche. Kantine, Isolat, Duschraum. Der ist es. Einmal durchziehen. Unsere Toilette hat auch noch kein Wasser. Dann ziehe ich unsere Versorgungsleiter vom Wasser. Einen großen. Hier sehen wir auch noch ein Problem. Unser Generator reicht nicht schön aus. Deswegen baue ich gleich schon den ersten Kondensator hin. Der sorgt einfach dafür, dass unser Generator hier mehr Strom hat. Haben wir aber allerdings auch schon im Tutorial gehabt, fällt mir gerade ein.
So, und wir kommen jetzt hier von oben. Einmal gehen hier runter in den Bereich, halten uns allerdings noch außerhalb. Und machen hier auch noch eine Leitung rüber dann in Richtung Küche, die wir nachher bauen. Von hier aus machen wir eine ganz kleine Leitung vor zu dieser Toilette. Und jetzt der Bereich unserer Duschräume. Die haben noch keinen Strom, den können wir auch gleich noch einziehen. Das Kabel setzen wir einfach weiter fort hier rüber. So. Und kommen jetzt hierzu. Damit das Wasser hier nicht rausläuft aus der Dusche, mache ich hier einen kleinen abgesperrten Bereich. Das heißt, ich baue hier Abflüsse rein. So. Und damit sie während ihres Duschvorgangs zur Not auch auf Toilette gehen können, bauen wir hier noch ein paar Toiletten. Elektrischer Stuhl ist es nicht. Ich brauche Duschköpfe, damit sie hier schön duschen können. Das können wir hier schön so machen. Normalerweise bringt man die eigentlich an der Wand an. Aber was eindeutig besser ist, wenn man die überall im Raum verteilt, dann können sie an jeder Stelle, wo sie wollen, direkt duschen. Und weil sie nicht gern nebeneinander stehen wollen, Thema Seife und so, hat es auch den Vorteil, dass sie sich aussuchen können, wo sie genau stehen möchten und wir dadurch sehr, sehr viele Personen gleichzeitig abfertigen können. So, hier geht's weiter. Abfall wird abtransportiert, wir bekommen neuere Lieferungen. Alles in allem läuft es bisher sehr, sehr gut. Hier müssen wir noch arg viele Bäume abreißen. Ich überlege gerade, was wir gleich als nächstes dann noch bauen sollten. Eigentlich wollte ich das Ganze ja in mehrere kleine Teile hier aufbauen. Aber ich denke, Übergangszelle und Duschraum sind jetzt schon mal ein schöner Anfang hier für unseren ersten Start. Wir bekommen langsam auch hier schön Strom, oder? Ja, unser Kondensator wurde eingebaut. Ja, und wir haben noch 11 Stunden, bis unsere ersten Gefangenen kommen. Es wird langsam spannend. 8 Insassen werden kommen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann nachher gleich zu einer nächsten Folge hier von Prison Architect. Wenn ihr Anregungen habt, wie wir das Gefängnis weiter aufbauen sollen, worauf ich achten sollte, oder wenn ihr Fragen habt, wie man bestimmte Sachen baut, dann schreibt diese bitte in die Kommentare. Dann kann ich das in einer der nächsten Folgen hier auch nochmal ein bisschen behandeln. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.